Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir freuen uns immer, wenn wir Resonanzen bekommen. Und ein Mann schreibt uns: Hallo liebe Freunde, ich danke euch beiden für euren Brief, den ich bekommen habe, der mir immer wieder ein kleiner Lichtblick ist. Ich versuche jeden Tag Hoffnung um 12 zu sehen, aber wenn es zeitlich nicht passt, ich sehe es mir später immer wieder an. Und das ist unser Anliegen, Gottes Lichtblicke in dein Leben zu bringen. Ja, wenn auch du einen Brief von uns bekommen möchtest, dann schreibe uns eine E-Mail mit deiner Adresse und wir werden dir gerne zurückschreiben und Bezug nehmen auf deine Not, für die wir beten. Hoffnung um 12. Wir wollen dich auch heute ermutigen. Heute die Frage: Verbrauchst du gerade deine letzten Ressourcen? Schick uns deine Gebetsanliegen, wenn du eines hast. Wir beten gerne für dich auf gebet@missionswerk.de im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Verbrauchst du gerade deine letzten Reserven? Das ist heute die Frage. Und wir finden in der Bibel den Elia, der zur Witwe in Zabbat ging, die hatte nur noch ein wenig Mehl und ein wenig Öl. Und er hat gesagt: Fürchte dich nicht. Und sie musste für ihn etwas machen von dem Wenigen, ihm was abgeben. Wir würden heute sagen, das geht ja gar nicht, da kommt jemand, der holt noch das Letzte. Aber sie hat es ihm gegeben, weil er gesagt: Fürchte dich nicht, du wirst keinen Mangel mehr haben. Und so war es auch dann. Und ich glaube, da können wir daraus lernen, dass wir auch von dem Wenigen in richtiger Weise geben und wir den Segen haben, dass wir wieder die Fülle haben. Und das dreht sich nicht nur um Geld, sondern in vielen Dingen. Du kannst Liebe geben, du kannst von deinem Wenigen geben und du wirst empfangen, wenn du wirklich auch die Glaubenshaltung hast und wirklich auch annehmen kannst, wenn der Herr zu dir sagt: Fürchte dich nicht. Danke, Herr, dass sich niemand zu fürchten braucht, wenn er dich hat in seiner Nähe, in seiner Gemeinschaft, wenn er mit dir unterwegs ist. Herr, dass du in jeder Lage Lösungen hast. Auch wenn es aussieht, als geht alles zu Ende, wenn die Reste aufgebraucht werden, wenn es an einen Punkt kommt, wo es heißt, ich kann nicht mehr, dann hast du eine Lösung. Und Herr, wie bei dieser Witwe, eine Lösung, worin die Fülle war. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Menschen brauchen Gottes Hilfe. Und so schreibt uns eine Frau: Bitte betet für mich. Ich kann seit einer Woche ganz schlecht laufen, gehe am Stock, bin alleinstehend und kann mich nur mit großer Mühe behelfen. Ich habe eine Gelenkarthrose, die von der Hüfte ausgeht und ins Bein runterzieht. Brauche immer Leute, die mir helfen. Und Jesus, ich danke dir, dass du den Zustand dieser Frau siehst. Und ich danke dir, dass du eingreifst in ihre Not, in ihre Situation, dass du sie heilst von ihrer Gelenkarthrose, dass das wieder vollkommen in Ordnung kommt und dass sie ihre Gelenke wieder vollständig bewegen kann, ohne Schmerzen. Auch das, was ins Bein runterzieht, von der Hüfte aus. Danke, Jesus, dass du das berührst und dass du das heilst. Und ich danke dir auch, dass du ihr Menschen zur Seite stellst, die ihr helfen, dass sie nicht so alleine ist. Und ich danke dir, dass einfach diese Situation umgekehrt wird, dass sie ein Ende hat und dass du derjenige bist, der eingreift. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und per E-Mail schreibt eine Frau: Liebe Peter, es geht heute um einen Freund der Familie. Er leidet unter Lungenfibrose und ist schon seit Monaten an ein tragbares Sauerstoffgerät angeschlossen. Zurzeit geht es ihm so schlecht, dass er kaum noch Luft bekommt. Inzwischen hat man ihm 10 verschiedene Medikamente verordnet, darunter auch diverse Psychopharmaka und Antidepressiva. Es sind enorme Nebenwirkungen und ihm ist speiübel und er kann kaum noch etwas essen.
Auch ist er körperlich überhaupt nicht mehr belastbar. Bitte betet für ihn. Und Jesus, wir danken dir auch, dass du diesen Mann kennst. Danke, Jesus, dass du diese Lungenfibrose heilen kannst. Danke, Jesus, dass du ihn vollkommen wiederherstellen kannst in deine göttliche Schöpfungsordnung und dass diese Medikamente keine Wirkung haben, keine Nebenwirkungen, dass das aufhört. Danke, Jesus, dass er keine Nebenwirkungen mehr hat, dass ihm nicht mehr übel ist und dass er essen kann, dass er zu Kräften kommt und dass du ihm Frieden schenkst und Kraft schenkst und einfach neue Kraft. Danke, Jesus, dass du eingreifst in die ganze Situation, dass er keinen Sauerstoff mehr braucht und dass er heil ist von Kopf bis Fuß. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns deine Anliegen oder ruf einfach an. Die Infos sind eingeblendet. Auf WhatsApp erreicht uns folgendes Gebetsanliegen. Liebes Gebetsteam, bitte betet für mich. Ich habe eine Sonnenallergie und sitze zu Hause im Dunkeln. Ich wünsche mir komplette Heilung, dass ich wieder normal leben kann. Und wie schlimm ist das, wenn man im Dunkeln sitzen muss? Ja, Herr, danke, dass du wunderbar der Herr des Lichts bist. Mhm. Und Herr, dass dein Licht, Herr, keine Probleme macht, sondern Probleme löst. Und ich danke dir dafür. Herr, wir rufen Normalität, Herr, da hinein, Herr, dass das auch alle Dunkelheit verschwindet, die als Schutz jetzt dienen muss. Herr, ich danke dir, dass das wieder das normale Erleben, Herr, wie du einen Menschen geschaffen hast, möglich ist. Denn ich danke dir dafür, Herr, dass du da Heilung schenkst, auch der Haut und was da alles mit zusammenhängt. Ich danke dir dafür, dass du ein großes Wunder tust. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns wegen ihrer starken Schmerzen. Hallo, liebe Geschwister, bitte betet für mich. Ich halte diese Schmerzen im Rücken nicht mehr aus. War gestern erst beim Arzt und heute sind die Wirbel wieder draußen. Sitze schon seit 3 Stunden auf meinem Bett und komme nicht auf. Lieben Dank für eure Gebete. Ja, was es alles gibt, wir wollen auch dafür beten. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass auch diese Wirbel wieder ihren Platz einnehmen und diesen Platz behalten, Herr, dass auch die Muskeln drumherum gestärkt werden. Und Herr, schenk auch dieser Person Weisheit, Herr, Herr, für die, dass die Muskeln gestärkt werden und dass jegliche Schutzhaltung und alles, Herr, nicht mehr sein muss. Herr, ich danke dir für normale Wirbel, normale Gelenke und alles, was da mit zusammenhängt. Herr, ich danke dir dafür, für Normalität in diesen Knochen, in deinem Namen, Jesu. Danke. Amen. Amen. Wie schön, dass wir uns darauf Gott verlassen können, ja, der unsere Hilfe und unsere Kraft ist in jeder Situation. Menschen erleben Gottes Eingreifen und jemand berichtet, danke für eure Gebete. Gott hat mir geholfen und mich von schwerer Psoriasis geheilt. Auch eine Zyste an der Schilddrüse konnte ohne Probleme entfernt werden. Es geht mir sehr gut. Aller Dank gehört Jesus. Ja, und Gott verändert Familien, wie folgendes Zeugnis zeigt. Danke für eure Gebetsunterstützung. Mein Mann hat mit 57 Jahren eine Arbeit als Bauleiter gefunden und ist sehr zufrieden und alles trotz Corona-Krise. Und ein zweites Zeugnis, mein großer Sohn hat zum ersten Mal an Ostern die Gebetsnacht mitgemacht und sich für Gott geöffnet. Wie schön, wenn Menschen sich für Gott öffnen. Und in letzter Zeit hatten wir öfter für Menschen mit Tinnitus gebetet und da schreibt uns jemand, Dankeschön für die Gebetsunterstützung. Mein Tinnitus wurde wesentlich besser. Gott sei Dank. Und Jesus, ich danke dir, dass das auch noch vollständig in Ordnung kommt. Ja. Und das, was du begonnen hast, das führst du auch zu Ende. Und ich danke dir, dass dieser Tinnitus ganz vollkommen verschwindet. Danke, Jesus. Amen. Und jemand schreibt, für den wir hier auch gebetet haben, danke, dass mein Becken wieder gerade ist. Und dass es mir wieder gut geht. Und da freuen wir uns mit jedem Einzelnen. Ja, das ist wirklich so. Wir freuen uns über jede Gebetserhörung,
was es auch immer ist. Es ist so schön zu hören, was Gott tut und dass es dir dann besser geht oder so richtig gut geht. Und das wünschen wir dir auch. Und wenn du was erlebt hast, lass es uns wissen auf WhatsApp. Die Nummer ist eingeblendet. Ja, heute der Tipp des Tages. Wo arbeitest du mit deinen letzten Reserven? Vielleicht mit deinen letzten Nerven, wie man so sagt, letzten Kapital oder was auch immer, materielle Dinge oder was auch immer, oder wenn dir den Frieden verloren gegangen ist und was auch immer. Wo arbeitest du mit deinen letzten Reserven? Ich glaube, das kannst du recht schnell beantworten. Und dann habe wirklich Glauben zu geben. Und wenn ich sage gebe, dann meint man immer wieder, ja, man muss alles Gott geben. Man hört da irgendwelche Stimmen, die sagen, gib Gott all dein Geld und alles wird gut. Das sage ich hier nicht, sondern gib vielleicht ein Stückchen Liebe weiter. Gib ein Stückchen Frieden weiter. Gib vielleicht irgendwo ein kleines Präsent weiter. Und habe Glauben, dass du reichlich empfängst. Denn wer gibt, der wird wieder empfangen. Lass es uns wissen, was du damit erlebst. Und schick uns weiter deine Anliegen oder am Telefon auch bis 13 Uhr. Ja, unser neues Magazin ist da. Du kannst es gerne bei uns bestellen. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Es ist wieder Freitag und was ist übermorgen? Übermorgen ist Sonntag. Da haben wir Gottesdienst, da sind wir ab 10 Uhr wieder im Livestream und auf YouTube. Wir verabschieden uns von dir und wünschen dir ein gesegnetes Wochenende. Alles Gute und Gottes Segen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.